really been nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never did forever be nobody whitey. Tonight I might fall in love. Keep dancing and call it love. Herzlich willkommen, Brian! Wow. Ey, ich bin sprachlos, ne? Wow. Krass. Ich möchte anfangen und euch erstmal bitten, jeder, der ein Schild hat, haltet es bitte einfach kurz hoch, dass wir einmal alle Schilder gemeinsam sehen können. Jetzt muss ich euch leider bitten, die alle kurz runterzunehmen, weil wir etwas visualisieren müssen. Bitte nehmt sie alle kurz runter. Eine Sekunde. Die müssen gesehen werden, das ist ganz wichtig. Aber jetzt will ich eine Sache sehen. Ich habe eine Frage an euch. Wie viele von euch hatten bereits in der Grundschule dieses unangenehme, stechende Gefühl, einfach anders oder falsch zu sein? Hebt mal eure Hand. Und schaut euch um. Schaut euch um. Okay, können Sie wieder runternehmen. Zweite Frage. Wie viele von euch würden alles dafür tun, dass eure geliebten Menschen, eure jüngeren Geschwister oder auch eure Kinder dieses Gefühl niemals zu spüren bekommen? Hände wieder hoch. Okay, krass, krass. Und jetzt bitte alle Schilder wieder hoch. Wir müssen sie sehen. Wir müssen sie einfach sehen. Okay, okay. Wir müssen sie alle sehen. Alles klar. Krass. Okay, ich leg da mal los, ja. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, studiere Psychologie mit dem Fokus auf klinische und Gesundheitspsychologie und arbeite als Wissenschaftsredakteur. Ich weiß, dass wir alle, die wir uns hier versammelt haben, in den verschiedensten Bereichen ausgebildet und versiert sind. Dennoch sind wir für viele Menschen nichts mehr als Schwarze in einem weißen Land. Genauso wie viele von euch eure ganz eigene Erfahrung mit Rassismus in Deutschland gemacht haben, habe ich auch meine gemacht. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht und fühle mich heute hierzu berufen, diese mit euch zu teilen. Wir Menschen haben die Tendenz, uns von Dingen, die uns nicht direkt betreffen, abzuschotten. Wir tendieren dazu, uns den Dingen erst zu stellen, wenn sie uns direkt betreffen, und genießen täglich unsere Komfortzonen, so klein sie auch sein mögen. Ganz nach dem Motto: Ja, ist mir doch egal, wo der Hund hinkackt. Hauptsache nicht auf meine 10 Quadratmeter Rasenfläche. Ich möchte auch an all diejenigen appellieren, denen nicht täglich in den Vorgarten gekackt wird. Diejenigen, die nicht aufgrund ihrer Hautfarbe den unterschwelligen Drang verspüren, sich unsichtbar zu machen. Diejenigen, die nicht aufgrund von Rassismus und Stigmatisierung selbst an ihrem eigenen Geburtsort verzweifelt versuchen, respektiert und akzeptiert zu werden. Pick up, pick up. Diejenigen, die abends den Fernseher einschalten und täglich als altruistische Wohltäterin und Superheldinnen dargestellt werden und nicht als Kriminelle und Betroffene von Polizeigewalt. Diejenigen, die nicht wöchentlich, täglich oder auch stündlich online auf ein Video stoßen, in dem eine Person kaltblütig ermordet wird, die genauso aussieht wie sie selbst. An euch habe ich Folgendes zu sagen. Wer Unrecht sieht und sich dazu entscheidet, nichts zu tun, wird selbst zum Täter. Und das hier ist ein Aufruf, die Ketten des Schweigens zu brechen. Wir unterscheiden uns zwar alle in der Kapazität, in der wir uns mit gewissen Problemen auseinandersetzen können, was völlig okay ist, und wir haben auch alle unterschiedliche Probleme, die uns unmittelbar beschäftigen, doch sind wir alle in der Lage, Ungerechtigkeit zu erkennen und uns dazu zu entscheiden, nicht unsere Augen davor zu verschließen und aktiv zu werden. Ich würde sagen, es ist vielmehr unsere Pflicht, unsere Augen nicht vor dem Unrecht und Leid unserer Mitmenschen zu verschließen. Und in der heutigen Zeit kann auch niemand mehr behaupten, nichts gesehen zu haben.
Wenn es also unser Wunsch, nein, vielmehr unser Wille ist, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, dann ist es auch unsere Pflicht, Leid und Unrecht zu bekämpfen, wo immer es uns möglich ist. Wir müssen verstehen, dass die aktuellen Geschehnisse und die einhergehenden Wunden und Traumata nicht das Resultat eines kaputten, sondern eines gut funktionierenden Systems sind. Ein globales, rassistisches System, das auf der Ausbeutung schwarzer Menschen basiert. Und das auf jeder Ebene. Wenn wir also lediglich auf Probleme und Ungerechtigkeiten innerhalb dieses Systems hinweisen, reicht es nicht aus, weil diese von Beginn an vorgesehen waren. Ich frage euch, wie viel Sinn macht es, mit Leuten zu diskutieren, deren Antworten auf die Aussagen Black Lives Matter und hört einfach verdammt nochmal auf, uns umzubringen und auszubeuten, mit einem Aber beginnen? Doesn't make any sense. Dann hört man so Sätze wie, aber ihr bringt euch doch auch gegenseitig um. Aber ihr schafft es nicht mal, eure eigenen Communities aufzubauen. Aber ihr seid doch eh viel krimineller. Was sie damit eigentlich implizit aussagen ist, wir würden ja aufhören, euch umzubringen, aber wir sind bewusst oder auch unbewusst rassistisch und es ist uns relativ egal, ob ihr sterbt oder nicht. Ich habe noch eine Frage an euch, auf die es viele verschiedene Antworten gibt. Warum ist die Antwort auf die Aussage Black Lives Matter häufig All Lives Matter? Rätselhaft, aber ja. Menschen, die aus dem Satz Black Lives Matter, auf welchem Weg auch immer, die Aussage schwarze Leben sind mehr wert als andere ziehen, beweisen Mal für Mal, dass logische Schlussfolgerung nicht ihre Stärke ist und dass der Diskurs mit ihnen zu nichts führt. Lasst uns deshalb unsere Bemühungen auf die richtigen Ziele ausrichten. Komplizierte, tiefgreifende und systematische Probleme benötigen komplizierte, tiefgreifende und systematische Lösungen. Einfach ausgedrückt, komplizierte Probleme wurden noch nie durch einfache Lösungen behoben. Um das Problem des systematischen Rassismus gegen schwarze Menschen anzugehen, müssen wir also organisiert vorgehen. Jeder von uns soll das tun, was innerhalb seiner Macht steht, um Teil der Lösung zu werden. Wir sind alle verschieden, was auch bedeutet, dass wir alle auf verschiedene Art und Weise dazu beitragen können, dass die Dinge sich ändern. Und auch wenn definitiv die Notwendigkeit besteht, dass eure Stimmen gehört werden muss, lautstarker Aktivismus und Protest liegt leider nicht jeder Person. Und viele verleitet dies dazu, sich nutzlos zu fühlen. Doch ich möchte euch in euren Bemühungen bestärken. Tut, was auch immer in eurer Macht steht. Von der Grundschullehrkraft, die vehement darauf besteht, dass Schweinchenrosa nicht mehr als Hautfarbe bezeichnet wird, und Hairdresserinnen, die schwarzen Kindern beibringen, ihr Aussehen zu lieben, bis hin zu politischen Abgeordneten, die sich für die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland einsetzen und lautstarken. Lautstarken Protestantinnen, die sich aktiv verausgaben, sich bemühen, den Aufschwung rassistischen Gedankenguts zu unterbinden, den Alltag unterbrechen und sicherstellen, dass schwarze Menschen gehört werden. Glaubt nicht, dass euer Handeln ungesehen bleibt. Jedes Puzzleteil trägt dazu bei, das Gesamtbild zu vervollständigen. Ob schwarze Autorinnen, Juristinnen, Sozial-, Politik-, Geistes- und Naturwissenschaftlerinnen, wir können alle zur Lösung des Problems beitragen. Nur als kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich selbst habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aufzuklären und denjenigen, die all ihre emotionalen und körperlichen Kräfte im Kampf gegen Rassismus verausgaben, Beistand zu leisten. Anfangs dachte ich, dass der Kampf gegen Rassismus von mir verlangt, dass ich Proteste und emotionale Reden zum Hauptinhalt meines Lebens mache. Doch habe ich schnell gemerkt, dass das einfach nicht ich bin und ich mir selbst etwas vormachen würde. Somit musste ich ehrlich zu mir selbst sein und in dem nie endenden Prozess der Selbstfindung überlegen, wie ich zur Lösung beitragen kann. Meine
emotionale Distanziertheit, die es mir in bestimmten Situationen erlaubt, Probleme rational anzugehen und andere Menschen zu entlasten. Mein Interesse an der Psyche des Menschen und der enorme Mangel an schwarzen Psychotherapeutinnen in Deutschland haben mir einen klaren Weg gezeigt, wie ich zum Teil der Lösung werden kann. Ermutigen wir uns gegenseitig, diesen Weg zu gehen. Erkennt eure eigenen Stärken und schaut, an welchen Stellen der Bedarf herrscht. Tragt auf eure ganz eigene Art und Weise dazu bei, Lösungen zu schaffen. Lasst uns stets ermutigen, unsere Komfortzone zu verlassen und andere Wege einzuschlagen, um gemeinsam mehr zu tun. Aber vor allem, kommt zusammen und organisiert euch. Wir müssen unsere individuellen Bemühungen zu einer kollektiven Kraft bündeln. Unterstützt die zahlreichen Organisationen, die sich für die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland einsetzen. Sucht euch Personen, Organisationen, die euch konkrete Handlungsvorschläge bieten können. Beispielsweise die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Each One Teach One, Black Lives Matter, Generation ADEFRA. The list is long, people. The list is long. Es gibt viel, viel mehr. Wir müssen einander kennenlernen und voneinander lernen. Und an alle nicht aktiv Betroffenen unter uns, die Unterstützung bieten wollen. Wir sind euch dankbar. Doch genauso wie ihr das Resultat eurer Geschichte seid, sind unsere Vorsicht und Skepsis euch gegenüber das Resultat unzähliger gebrochener Versprechen und jahrhundertelanger Ausbeutung und Entmenschlichung, die übrigens auch Teil eurer Geschichte sind. Ich möchte euch nur mal kurz daran erinnern, dass im letzten Jahrhundert noch hier in Deutschland Schwarze in sogenannten Völkerschauen wie Tiere in einem Zoo ausgestellt wurden. Und dass Deutschland seiner Verantwortung, die deutsche Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, selbst 100 Jahre später noch nicht nachgekommen ist. Wird Zeit. Angie, wird Zeit. Genauso müsst ihr unsere Sorge vor der Unterwanderung und Relativierung unserer Ideen und Bemühungen verstehen. Unsere Probleme waren nämlich schon immer real, aber werden erst jetzt gehört. Und ob sie wirklich anerkannt werden, wird sich zeigen. Bevor ihr also eure eigenen Bemühungen startet und Pläne schmiedet, erkennt und hinterfragt eure Privilegien und hört denjenigen zu, die betroffen sind. Fragt sie nach konkreten Möglichkeiten, sie zu unterstützen und helft ihnen dabei, ihre Stimmen hörbar zu machen. Abschließend möchte ich euch alle bitten, nach dieser Versammlung nicht einfach zu gehen und bis zum nächsten rassistischen Vorfall oder rassistischen Mord zu warten. Versteht, dass die Tatsache, dass wir hier protestieren können, ein Privileg ist, das wir nutzen müssen. Bleibt hier, unterhaltet euch, lernt einander kennen und vereint euch. Organisiert euch zu Protesten, werdet laut und macht eure Stimmen hörbar. Nur wenn wir das Problem Rassismus gemeinsam und mit Beständigkeit und Durchhaltevermögen angehen, können wir eine Veränderung schaffen. Vergessen ist keine Option. Ich danke euch allen einfach, dass ihr heute hier erschienen seid, um ein Zeichen zu setzen. In diesem Sinne, Black Lives! Black Lives! Black Lives! Black Lives! Dankeschön.